1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schon wieder ist es tiefe Nacht, schon wieder 1 Uhr. Und wir sind da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Wir haben eine freie Themennacht heute Nacht. Und wenn ihr mit mir sprechen wollt, reden wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir, e-mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 22 Jahre alt. Und heißt Jasmin. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jasmin. Ja, also ich rufe an, weil seit ich 15 und 16 bin, habe ich irgendwie einen Tick. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Also ich kann nicht mit Besteck essen. Ich kann kein Metall anfassen und auch keine Papiere. Moment, das sind ja ganz verschiedene Sachen. Du kannst kein Metall anfassen, folglich kannst du auch nicht mit einem Besteck essen. Ja, genau. Nun gibt es ja viele andere Sachen auch, die aus Metall sind. Gehen die auch nicht? Nee, ich habe zum Beispiel in einer Edelstahlfirma gearbeitet. Sehr, sehr, sehr passend. Ja, genau. Da musste ich Edelstahlrohre einpacken und das ging wirklich nicht. Also mit 1,5 Jahren habe ich es dann gelassen. Warum? Was ist, wenn du ein Edelstahlrohr anfasst? Ja, ich kriege Gänsehaut, auch wenn ich jetzt dran denke. Mir wird schon schlecht. Ach. Ich habe überall Gänsehaut. Auch jetzt, ich esse zurzeit seit 3 Monaten, esse ich jetzt mit Plastikbesteck. Ist schon so weit gekommen jetzt. Ja, na gut, und da kann man sich ja behelfen. Aber ich rate gerade so im Hinterkopf durch, wo überall Metall ist. Ja, Metall genau. Ist am Auto. Metall ist in der Türklinke, in der Wohnung. Nee, so stimmt es nicht am Auto. Nur am Besteck oder, soll ich sagen, Messer oder so. Und wenn, sei denn, du musst Metallröhrchen einpacken. Ja, genau, sowas. Solche Sachen. Und hier, Papier auch? Ja, genau. Papier geht auch. Wenn du Papier in die Hand nimmst, normales weißes Papier, kriegst du eine Gänsehaut. Ja, wenn das ist hier so rau irgendwie und das kann ich nicht anfassen. Mein Briefkasten leert mein Mann, meine Post macht mein Mann auf. Wenn ich schon dran denke, ich weiß nicht, es wird halt immer schlimmer bei mir. Ja, also das Papier ist auch das Geräusch magst du nicht rein? Ja, genau. Ja? Das darf ich gar nicht machen hier, ne? Nee, Geräusch jetzt nicht so, aber es muss so anfest. Wenn ich das jetzt auch so sehe, wird es mir schlecht, ja. Also du kannst das auch nicht sehen, wenn ich das anfasse hier. Ja, genau. Dann will ich dich nicht quälen. Okay, dann tun wir es ganz weg, damit du es gar nicht siehst, das Papier. Ja, das ist halt, wird schlimmer. Jetzt ist schon so weit, dass es mich nervt, wenn andere mit Besteck essen. Ich kann es nicht sehen. Wenn ich koche, dann kann ich meinen Mann nicht angucken beim Essen. Das ist natürlich auch eine schlechte Voraussetzung, in ein Restaurant zu gehen beispielsweise. Ja, ja. Oder ja, hast du ein Kind auch? Nee, habe ich noch nicht, nee. Wie geht der Mann damit um? Glaubt er dir das oder sagt er auch, stell dich nicht so an? Ja, er lacht mich halt aus und sagt, ich bin nicht normal. Also ja normal. Er lacht halt drüber und sagt, das ist ja nicht. Aber dir ist das nicht so zum Lachen, ne? Ja, nicht. Also ich komme mir schon richtig blöd vor zur Zeit. Beschreib es mir noch ein bisschen näher. Du sagst, du kriegst eine Gänsehaut. Dir wird heiß und kalt oder so. Beschreib noch mehr. Beschreib selbst mal. Also nach dem Spülen ist es am schlimmsten, wenn ich ganz trockene Hände habe. Mhm. Wenn ich richtig fettige Hände habe, mit Creme eincreme meine Hände, dann kann ich Papier anfassen. Ach so. Dann geht's. Aber es ist halt, es muss richtig, wie soll ich sagen, mit richtig fettigen Händen wie Vaseline. Also ansonsten geht's nicht. Ja, aber dann hätten wir das Problem Metall noch nicht gelöst, ne? Nee, das Metall hilft auch nicht mit Vaseline. Nee, das hilft nicht. Das war auch schlimm in der Bäckerei. Ich habe in der Bäckerei gelernt. Ja. Da habe ich meine Mitarbeiterin immer gesagt, sie soll kassieren. Ich kann ja auch kein Geld anfassen. So, genau, Geld. Ja. Geld ist auch Metall. Ja, und die Scheine erst recht. Ich will am liebsten alles mit Karte zahlen. Also. Aber mir fallen jetzt spontan gar nicht so viele Möglichkeiten, so viele Beispiele ein. Es wimmelt doch im Alltag von Metall und von Papier. Ja. Und wenn du dem immer aus dem Wege gehen musst, mehr oder weniger, ist das doch alles sehr beschwerlich für dich. Ja, es ist schon nicht leicht, aber ja, wie soll ich sagen? Du sagst seit dem 15., 16. Lebensjahr. Ja, kommt genau. Vorher war alles normal. Ja, genau. Du konntest nach herzenslos deine Gabel anfassen und von der Gabel essen. Ja, genau. Ist das so schleichend gekommen? Oder, ist langsam gekommen. Es wird halt jetzt immer schlimmer. Ach. Also wenn ich jetzt schon dran denke, wird es nicht. Wie soll ich sagen? Ich habe überall Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ist es auch ein Gefühl der Beklemmung? Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben.
beschreiben. Ist es ein Gefühl der Angst? Nee, Angst nicht jetzt, aber... Einfach Unwohlsein? Ja, genau. Unwohles Gefühl. Also wirklich sehr unwohl, dass ja, genau. du gar nicht abkannst und davon ja. weg willst. Genau, so ist es. Was machst du denn beruflich im Moment? Ja, jetzt bin ich zurzeit arbeitslos. Ich habe jetzt in einer Edelstahlfirma zuletzt gearbeitet. Ja. Und jetzt habe ich keine Arbeit. Wie lange warst du in der Edelstahlfirma? 1,5 Jahre. Aber, entschuldige, das ist doch absurd. Wenn, da hattest du das ja auch schon. Ja, dass genau. du dann in eine Edelstahlfirma gehst, wenn du auf Metall so seltsam reagierst. Ja, das war halt, ich habe keine andere Arbeit gefunden. Das war, ja, klar, sicher. Ja, Das war halt wegen dem. Aber ich habe es halt immer versucht zu bekämpfen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das jetzt mit jedem Tag anfasse, irgendwann geht es weg. Aber es wurde schlimmer, es ging nicht mehr. Ja. Jetzt stehe ich völlig vom Rätsel. So was habe ich noch nie gehört. Was das sein kann, woher das rühren kann. Ich weiß nicht. Also schon, das ist nicht da. Ich auch in der Bäckerei war es so, wo ich die Kassenabrechnung machen musste, habe ich keine 15 Minuten gebraucht, sondern eine Stunde. Habe ich alles einzeln zählen müssen. Es ging nicht so schnell. Also. Wie ist das im Badezimmer bei euch? Die Wasserhähne sind auch aus Metall. Und die Badewanne ist aus Metall. Nee, alles, wie soll ich sagen... Alles, was so richtig glänzend ist, glatt ist, das stört mich jetzt nicht. Aber wobei, eine Gabel kann ja auch richtig glatt sein. Ja, aber wenn sie so dünn ist, das stört mich jetzt. Ach so. Also es muss dünn und metallisch sein. Genau, solche Sachen. Dann ist auch. Es schlimm. Ja. Ich gucke mich gerade hier so bei mir um in meinem Studio. Handy geht auch. Nee, Handy geht, ja. Handy geht, ja. Dünn und metallisch habe ich hier so nichts. Ja. Hast du den Eindruck, dass in den letzten Jahren, es hat angefangen, wie gesagt, 15, 16, dass es sich immer mehr steigert? Genau, ja. Also ich merke das schon, seit 3 Monaten komme ich mir richtig blöd vor. Ja. Weil wir waren letztens essen mit meinem Mann und es war echt die Hölle für mich. Also ein Kollege hat auch gesagt, nehmen Sie doch Ihre Plastikbesteck mit, aber das geht ja auch nicht. Also das ist schon blöd. Du hast dich dann dazu gezwungen, beim Essen in dem Restaurant mit einem normalen Besteck zu essen. Ja. Und hast wahrscheinlich überhaupt gar keine Freude am Essen da. Genau, so ist es. Ich finde, übrigens finde ich es auch völlig legitim, dass du dein Plastikbesteck mitnimmst. Wenn das nun mal bei dir so ist, dann ist es halt nun mal so. Ja, aber das geht ja auch nicht überall. Das ist ja, ich komme ja jeden Tag also mit Geld in Kontakt beim Spülen. Und kannst du in Urlaub fahren? Ja, ich kann schon in Urlaub fahren. Weil ich denke, dass man da vielleicht auch irgendwie konfrontiert wird mit gewissen Sachen und dass die Urlaubsfreude dann auch einfach schmälert. Das Blöde ist halt im Urlaub, meine Schwiegereltern leben in der Türkei. Ja? Da waren wir letztes Jahr und da musste ich halt, habe ich halt viel gespült bei meiner Schwiegermutter. Ja. Und sie hat immer gesagt, Tochter, bist du immer noch nicht fertig? Ich dachte, nee, ich brauche noch ein bisschen, weil ich kann das nicht haben. Also spülen, sie hat mich immer ausgelacht. Sie hat gesagt, ja, mach mal langsam. Ja, da kann man sicher auch denken noch, dann unterstellt man, die Jasmin ist faul, ne? Ja, so, also ich bin schon langsam, aber das kommt nicht daher, es kommt, wenn ich langsam mache, dann so, geht's noch. Ich merke, dass das nicht nur irgendeine Marotte oder eine Schulle ist, wo man mal ein bisschen drüber lacht, sondern dass das schon ein ernsthaftes Ding ist. Ja, ne? Ja. Was dein Leben schon begleitet und in gewisser Weise sicher ist. Es gibt Schlimmeres, aber es schränkt dich schon ein, ne? Ja, so kann genau. man es sagen. So, da ich jetzt überhaupt keinen Plan habe, woher sowas rührt und wie man da vorgeht, muss meine Psychologin jetzt ran. Ja, okay. Ich hoffe, dass die Claudia, die ist heute Nacht hier bei mir, dass die eine Idee hat, die hat das Gespräch jetzt mitgehört und wir dir vielleicht ein bisschen helfen können oder dir irgendeinen Kontakt vermitteln können zu jemandem, der sich mit so etwas auskennt. Okay, danke. Jasmin, alles Gute. Du legst bitte auf und die Claudia ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer 0800 220 5051. Belinda. Hallo, Belinda. Ja, hi. Hi. Und zwar, 39, ne, bist du? Bitte? 39. Ja, genau. Ich habe eigentlich seit 7 Jahren ein Problem. Und zwar, also, ich werde ja dieses Jahr 40. Ich möchte heiraten, ein Kind. Ja. Jetzt ist es so, ich stamme also aus reichem Elternhaus. Und meine Freunde bisher, die sahen immer super aus. Ja. Super Sex. Aber Wohnung und Geldbeutel stimmt nicht. Aha. Und mein schön, Vater aber meint, ich wäre falsch strukturiert. Wie du bist. Wie du bist falsch strukturiert. Wie meint ja, er das? Weil ich immer Männer habe, also die vom Beruf entweder so sind wie ich, also ich bin großen Auslandskauffrau. Ja. Auf der gleichen Stufe. Das heißt, weder studiert noch Geschäftsmann. Ja. Dann habe ich eine 3-Zimmer-Wohnung, habe immer Lovers mit 1- bis 2-Zimmer-Wohnung.
Ja. Im Moment habe ich jetzt einen Optiker am Start. Ja. Und der ist doch ein guter Beruf, ist doch solide. Aber jetzt ist folgendes Problem. Zweimal geschieden, drei Kinder, kann sich im Moment nur eine Einzimmerwohnung leisten. Ach so. Dann habe ich noch am Start mein Ex-Lover, sieht super aus. Ja. Geschieden, ein Kind, kann sich nur eine Einzimmerwohnung leisten. Ja, Moment mal. Das sind jetzt ganz viele Sachen. Du hast aber nicht die Männer alle so nebenher laufen. Nee, also im Moment habe ich den Optiker. Und der Ex-Lover ist noch im Gespräch. Okay, haben wir das auch schon mal geklärt. Geht es denn jetzt nur um die Wohnung oder wie oder was? Nee, es geht eigentlich darum, dass ich immer sehr hübsche Männer habe. Da waren schon drei Fotomodelle, natürlich niemand Wichtiges, ja. So im kleinen Bereich. Ja. Also, die sehen super aus, haben ja, super das hab Figur. Habe ich schon verstanden, aber die haben nicht genug auf der Kante. Für deinen Papa, aber für dich wäre es egal, oder? Jein. Also ich habe ja nur zwei Zimmerwohnungen gehabt. Habe ich auch schon meinen Freund einziehen lassen, der war DJ. Ja. Ich im Büro musste um 6 aufstehen, er kam um 3 Uhr morgens heim oder um 4. Ja. Und es hat mich schon gestört mit dem gemeinsamen Schlafzimmer. Hör mal, du hast gerade gesagt, du kommst aus einem sehr, sehr wohlhabenden Elternhaus. Ja. Sag mir mal, ist das eine industrielle Familie, eine Arztfamilie? Nee, also noch im Normalbereich. Also sind jetzt keine Milliardäre oder so? Es ist nee, überhaupt nicht. Leute, die ganz gut Kohle haben. Was ist denn dein Vater vom Beruf? Oder war dein Vater vom Beruf? Geschäftsführer. Von der Bank. Von der Bank, gut. Das sind keine armen Leute, aber nur auch nicht so mega reiche Leute, ne? Genau. Dein Vater lebt noch, habe ich jetzt vorausgesetzt. Ist Gott das so? Gott sei Dank, ja. Und der Vater hat aber ein Auge darauf, wen die Belinda jetzt heiratet? Ja, aber ich lasse mich da nicht so arg beeinflussen. Also ich habe auch schon Rastaman gehabt. So. Dann hat mein Vater zu mir gesagt, er hat jetzt die Schnauze voll mit dem Schwarzen. Ah. Er zahlt mir einen Flug nach Afrika, weil ich müsste unterschreiben, dass ich nicht mehr in Deutschland einreise. Na, ihr seid ja drauf da bei euch in der Familie. Aber es geht also auch nicht nur um den Vater, sondern es geht auch um dich. Das heißt, du legst auch Wert darauf, dass du hättest auch ganz gerne einen Typ, der gut aussieht und der auch ein bisschen was in der Tasche hat. Ja. Kohle hat. Also weil der Kollege von dir oder der wo mich angerufen hat auch gemeint, man könnte sich gemeinsam eine Wohnung leisten. Jetzt wäre das bei meinem Optiker so, vielleicht zwei Zimmer. Ja. Und wie soll das gehen? Ich möchte in 2 Jahren ein Kind. Also, und Belinda. Dann soll ich zwei Zimmer. Stopp mal. Du bist Großhandelskauffrau, ne, sagst du. Arbeitslos im Moment. Ich bin eine suspekte Person. Ich habe 8 Firmen durch und immer selber gekündigt. Na gut. Und da ist ein Optiker. Der hat zwar ziemlich viel finanzielle Sachen am Hals, aber da muss doch irgendwie eine Dreizimmerwohnung auch drin sein. Mensch, du sollst den nehmen. Zwei Frauen und 3 Kinder. Belinda, was reden wir denn hier? Es geht doch darum, dass du den Mann liebst. Und wenn er nicht so viel Kohle hat. Ich kenne ihn erst seit 2 Wochen. Ach so. Na gut, dann kommen wir da noch nicht so. Lass uns doch grundsätzlich darüber reden. Es ist doch entscheidend, wenn du jetzt heiraten willst und noch ein Kind haben möchtest, dass du einen Partner findest, den du wirklich von Herzen liebst. Und wenn der nur nicht so viel Kohle hat, ist doch auch wurscht. Ja, aber wie stellst du dir das vor? Wo soll das Kinderzimmer sein in einer Zweizimmerwohnung? Ach Gott, oh Gott. Was meinst du, wie viele Leute nicht so viel Kohle haben und die kriegen es auch geregelt? Und es gibt auch günstige Dreizimmerwohnungen. Aber die Belinda will natürlich im schicken Wohnviertel wohnen, ne? Nee, das mit der Kohle ist mir sowieso nicht so wichtig. Aber? Ich will auch nicht absteigen von 3 Zimmerwohnungen allein zu 2 Zimmerwohnungen mit Kind. Also, ich merke schon, die Zimmerwohnung, das ist das Wichtige, ne? Also, wenn die Wohnung geregelt wäre, dann wäre alles okay. Ja. Ne? Ja. Dann setzt ihr beiden euch da. Also, nehmen wir mal an, der Optiker bleibt jetzt am Start bei dir. Ja. Findest du den gut? Ja, ich habe mich heute mit ihm getroffen. Ja. War alles cool. Man kriegt die Brillen immer umsonst, ist auch nicht schlecht. Ich habe Kontaktlinsen. Gut, kriegst du die umsonst, auch nicht schlecht. Braucht man immer so Flüssigkeit und so, kannst du günstig einkaufen. Nein, also wenn du jetzt mit dem weiter in Kontakt bleibst und du dich sehr verliebst und du dich auf ihn einlässt und denkst, das ist ein guter Typ, ist ein guter Kerl. Ja. Dann mach es und tüftelt beide gemeinsam raus, wo ihr in eurer Stadt oder eurem Ort, wo ihr wohnt, vielleicht ein bisschen am Rande, eine günstige Dreizimmerwohnung, damit das Kind dann auch ein Zimmer hat, findet. Keine Arbeit. Gesagt,
Was? Er kann sich nur ein Zimmer leisten. Ja, aber ihr sollt ja zusammen wohnen dann. Ist ja auch der Sinn der Familie dann. Aber ich wollte, irgendwie wollte ich schon, ach, nee, wenn man drei Zimmer allein wohnt, ist das für mich ein Rückschritt, Entschuldigung. Aber Belinda, es geht doch hier um die Liebe und nicht um die drei Zimmer. Und wenn du einen tollen Mann hast und ein nettes kleines Kind, sind doch drei Zimmer auch erstmal okay. Was reden wir hier? Aber der kann sich das nicht leisten. Und ich habe nur halbtags gearbeitet. Ich sag's ganz direkt, ich krieg 500 Euro Arbeitslosenhilfe. So. Und ich habe keine Chance mehr auf dem Markt. Für einen Bürojob bewerben sich 150 Leute. Hartes Wort zurück. Wenn du so scharf drauf bist, auf die Kohle, sprich natürlich auf die drei- oder vier-Zimmer-Wohnung, ja, dann lass dich eben nicht auf den Optiker ein. Dann britzel dich auf, werf dich in Schale und such dir einen Typ, der Kohle hat. Wenn dir das so wichtig ist. Kann ich im Moment nicht, ich bin in den verliebt. Mehr war das Problem, habe ich seit 7 Jahren und ich frage mich, warum ziehe ich immer Männer an, die wohnungsmäßig unter mir stehen, das verstehe ich nicht. Ich weiß war mit meinem Therapeuten, habe ich alles abgelabert. Dann hat er gemeint, ich würde zu viel Wert auf Sex und Äußerlichkeiten legen. So, ein schlauer Therapeut. Was soll das jetzt heißen, dass ich mir einen Mittlerer suchen soll, der nicht gut im Bett ist oder wie? Nee. Also, der Therapeut ist, glaube ich, ein schlauer Mann, der sagt, du legst so viel Wert auf Äußerlichkeiten. Ja. Ich sage jetzt nochmal den abschließenden Satz für das Gespräch. Wenn du in diesen Optiker verliebt bist, bitte konzentrier dich auf den Optiker. Und das Herz ist das Entscheidendste. Ja. Und dann habt ihr erstmal eine Dreizimmerwohnung und dann wird sich das vielleicht alles auch irgendwann noch regeln. Und jetzt will ich kein Aber mehr hören. Und ich wünsche dir von Herzen Glück mit deinem Optiker, Belinda. Dass du glücklich wirst und dass ihr vielleicht eine Familie gründen werdet. Okay? D'accord. Bedanke mich. Jo, alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. So sind die Mädels, ne? Dreizimmerwohnungen. Unter Dreizimmerwohnungen läuft nichts. Holger, 27. Hallo, Holger. Hallo? Ja. Hallo, Domian. Wie groß ist denn deine Wohnung? Meine Wohnung ist 55 Quadratmeter. Ja, kann ich dich auch nicht verkoppeln mit Belinda? Nein, ich habe schon eine Freundin. Ach, du hast schon eine Freundin. Na gut. Nee, aber ich, Wohnung ist noch eng und ich wohne auch nicht alleine, also notgedrungen jetzt bei der Mutter halt, weil ja, es finanziell geht es im Moment nicht und ist noch nicht so ganz gesund. Ja. Ist gerade aus dem Krankenhaus raus, und aber ich habe schon meinen eigenen Bereich. Na gut. Was ist der Grund deines Anrufes, Holger? Ja, ich habe gestern das Thema Räume, die mir Angst machen, mitbekommen, und ich sag mal so, Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich mag keine Räume, wo Gemälde drin sind, also Porträts. Porträts, also nicht Gemälde, du machst es noch genauer. Ja, also das Porträts, also gemalt, ich weiß nicht, ob du den Mann mit dem Goldhelm kennst. Ja, klar. Ja, also das zum Beispiel, das kann ich nicht haben, das hatten wir früher in der Wohnung, also in einer großen Wohnung, und das hang dann im Wohnzimmer. Und ich denke mal, das lag auch immer daran, dass... Bitte? Ja, nee, sag weiter. Es lag immer wohl daran, dass mein Vater wahrscheinlich, als ich noch sehr jung war, wahrscheinlich viele gruselige Sachen mir gezeigt hat, Filme oder so dergleichen. Und also ich kann das absolut nicht haben. Ich weiß nicht, das Geisterschloss, das kennst du ja auch. Also lass mich mal fragen, mit dem Mann mit dem Goldhelm, der guckt ja auch nicht so ganz freundlich. Kann ich das vielleicht auch verstehen, wenn man da als Kind, als Jugendliche das immer gesehen hat. Ja. Aber generell Porträts, wenn da jetzt eine freundliche, schöne Frau porträtiert wäre oder ein netter Mann, geht auch nicht. Es ist schwer, es kommt drauf an. Ich meine, ich habe in meinem Zimmer jetzt von Forrest Gump so eine lebensgroße Figur, wo diese beiden Kinder da drauf sitzen, und das geht. Aber so Porträts, ich habe auch zum Beispiel bei meiner Oma hatte ich mal ein Porträt unten im Wohnzimmer. Mhm. Ich habe mein Zimmer also immer oben gehabt, ein riesengroßes Haus. Mhm. Und das war ein Mann, der hatte ein Weinglas in der Hand und lächelte. Und konnte es trotzdem nicht haben. Ich habe immer so ein bisschen draufgeschaut. Früher habe ich mich sogar damit unterhalten. Also darf ich eine These sagen? Bitte? Darf ich eine These formulieren? Ja. Vielleicht hast du das Gefühl, von einem Porträt beobachtet zu werden. Ganz genau. Ja, das ist richtig. Das hätte ich aber heute auch gesagt. Das ist richtig so. Ja? Aber dann müsste es ja bei einer Fotografie auch sein. Nein, also
ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hatte ein Porträt von ihrer Nichte. Mhm. Und da konnte ich eigentlich, da hatte ich kein Problem mit. Bloß an dem Tag zum Beispiel, da war ich wirklich sehr angetrunken. Mhm. Und da war ich sehr sensibel wahrscheinlich auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ach, bitte häng doch mal das Porträt runter, das Foto. Ich kann das diese Nacht einfach nicht haben. Ach so, das war ein Foto. Das war ein Foto, das war nicht gemalt. Ja, ja, aber darauf zurückzukommen nochmal, also wie gesagt, ich hatte oben dann das Zimmer. Mhm. Ich musste dann nach unten laufen, um in die Küche oder auf Toilette zu gehen. Und habe dann auch immer geschaut, ob die Tür zu ist vom Wohnzimmer. Ja, und da war eines Tages, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, bin ich dann in die Küche gegangen und dann musste ich ganz dringend. Mhm. Und da war die Tür wohl aufgegangen. Mhm. Das heißt also, wenn ich von der Küche schräg gucke, konnte ich ins Wohnzimmer reinschauen. Mhm. Und konnte auch dann das Porträt sehen. Und ich habe dann so lange gewartet, bis dann wirklich jemand kam. Ich meine, heute ist es nicht mal so krass, ja, wie früher. Also als Kind ist man da ein bisschen sensibler vielleicht. Also habe ich wirklich so lange gewartet. Bis jemand kam und dich da vorbeigeführt hat. Bis jemand kam, dass ich wusste, jemand ist im Haus und dann war es noch nicht schlimm. Also, aber ich habe zum Beispiel auch das Geisterschloss gesehen. Also ich hab in meinem Beruf, muss ich auch stahlharte Nerven haben. Was bist du denn? Ich bin Erzieher von Beruf. Erzieher, muss man stahlharte Nerven haben, ist klar. Ja, aber wie gesagt, dann, wenn ich so Gruselfilme schaue, habe ich auch kein Problem mit. Nur halt so Porträts im Geisterschloss, da ist ja dieses riesengroße Porträt. Man fühlt sich beobachtet. Ja, also das. Aber ich meine, wenn du weißt es ja, damit kann man ja gut leben, ne? Das heißt, du hängst in deiner Wohnung, in deinen Zimmern einfach keine Porträts auf, sei es Fotografien oder Gemaltes, und schon ist das Problem gelöst. Ganz genau. Ja? Also bei mir in meinem Zimmer sind keine Porträts. Wenn man dich aber mit ins Museum schleift, das ist nicht so schön für dich dann, ne? Wo so eine Porträtgalerie ist von irgendwelchen Königen oder so, ist nicht so dein Ding dann. Ja, also ich war mal Ludwig der 14., da war so ein Schloss und da war so ein riesengroßes Porträt von ihm, riesengroß. Ja. Nennen wir es Versailles? Bitte? Nennen wir es Versailles, das Ganz Schloss. Genau. Ja, und das konnte ich dann auch nicht haben. Ja. Da waren zwar mehrere Leute dort. Ja. Ich denke mal, wenn ich da alleine gewesen wäre, also ich habe auch schon mal zu meiner Freundin gesagt, also für eine Million in so ein Schloss, wo so ein Porträt ist, für eine Million Euro in eine Nacht dort vollbringen, ich glaube, ich würde kaputt gehen. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht mal so richtig ärgern will, dann müsste man dich in so einen Raum einsperren, ne? So ein paar ich Stunden. Ich würde eingehen. Wir wollen es nicht tun. Bitte? Wir wollen das nicht tun. Nee, also das ist wirklich grauenhaft. Ja. Also ich, wie gesagt, ich erschrecke mich sonst nicht, aber das kann ich nicht ab. Ja, das ist doch nur ein netter Nachklapp zur Sendung von gestern, Räume, die mir Angst machen. Ja. Die mir ein Unwohlsein bereiten. Und so Unwohl, ist ja, würde ich mal Unwohlsein, sagen. So kann man es in deinem Fall sagen, genau, ja. Holger, danke für den Anruf. Kann ich noch jemanden grüßen kurz? Ganz kurz. Ja, ich grüße meinen besten Kumpel Andrew und meine Freundin Sabrina. Und kann ich auch eine Autogrammkarte bekommen? Dann legst du auf und wir rufen nochmal an, okay? Ja, danke schön. Tschüss, Holger. Tschüss. Günther, 37 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, ja, Günther. Hallo, Domian. Ja, hallo. Ja. Und was geht's bei dir, Günther? Mein Thema ist Alkohol und Beziehung oder Freundschaft. Schwieriges Thema, glaube ich. Ja, finde ich auch. Das heißt, du bist Alkoholiker? Ja, richtig. Wie lange schon? Seit meinem 13. Lebensjahr, will ich mal sagen. Seit deinem 13. Lebensjahr? Ja. Wie, was für eine Art von Alkoholiker bist du? Wie konsumierst du Alkohol? Und wie oft? Ja, ich betrinke. Also, nee, das kann ja sein, dass du es regelmäßig machst. Das hat sich immer gesteigert, ja. In den letzten Jahren war das ganz schlimm. Ja, beschreib mal. Trinkst du jeden Tag regelmäßig Alkohol? Ja. Wie viel ungefähr? Und was? Und zum Schluss etwas mehr als wie eine Flasche Korn, Schnaps. Ja, heute auch? Jetzt nicht. Ich bin jetzt seit 2 Wochen trocken. Seit 2 Wochen trocken? Seit deinem 13. Lebensjahr das erste Mal der Versuch? Ja. Du hast vorher noch nie einen Versuch unternommen in all den Jahren? Doch, ich habe schon mehrere Entgiftungen hinter mir, auch eine Therapie. Ach so. Mhm. Und wie fühlst du dich dann im Moment? Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich eine heikle Zeit im Moment ist, oder? Ja, das ist es. Also ich fühle mich nicht besonders wohl. Mhm. Wahrscheinlich warst du um diese Zeit sonst immer schon blau. Ja, richtig. Voll blau. Ja. Mhm. Eine Flasche Korn, sagst du? Ja. Zusätzlich auch noch Bier oder Wein oder irgend sowas? Auch noch, ja. Also eigentlich alles, was ich bekommen konnte, was ich kriegen konnte. Wann hast du denn angefangen zu trinken? Erst am Abend immer oder schon über den ganzen Tag? Nein, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Was hast du beruflich gemacht? Was machst du beruflich? Im Moment gar nichts, arbeitslos. Und die ganzen letzten Jahre?
Die letzten Jahre war ich als Aushilfe. Mal hier, mal da. Und da hast du währenddessen Aushilfe als was? In einem Büro oder was? In Tankstellen. Ach sowas. Und da hast du aber auch währenddessen hast du schon dann auch getrunken? Da habe ich schon getrunken, ja. Und gab das nie Probleme, dass die Leute dich rausgeschmissen haben, die Chefs? Nein, das ging so. Was hast du denn gut so mit starken Bonbons vielleicht, dass man die Fahnen nicht spürte und so? Ja, genau. Wie kam es zu der Entscheidung, dass du seit 2 Wochen nicht mehr trinkst? Weil es mir gesundheitlich sehr schlecht ging. Welche Probleme hattest du oder hast du? Ich habe alles wieder erbrochen, erst morgens, wenn ich angefangen habe, alles wieder erbrochen und das heißt nicht mehr. Das heißt also, konnte nichts mehr essen und... Ja, das heißt, wenn man sich das so vorstellt, unser Eins, wenn er aufsteht, dann trinkt man in der Regel Kaffee oder Tee und isst ein Frühstück. Du hast dann morgens schon gleich Schnaps getrunken. Ja, genau. Mhm. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, mein Thema ist Alkohol und Freundschaft. Ja, jetzt kommen wir mal zur Freundschaft. Was meinst du damit? Ja, circa vor einem halben Jahr habe ich einen Freund kennengelernt in der Gaststätte. Mhm. Und wir haben dann zusammen getrunken. Ja. Täglich. Ja. Also auch ein Alkoholiker? In meinen Augen ja. Ja. Mhm. Und dann? Er will es aber nicht wahrhaben, dass er auch Alkoholiker ist. Ah, das heißt, also im Moment trinkt er auch? Im Moment trinkt er auch nicht. Nein, er hat mir bewiesen, dass er keiner ist. Ach so. Er hat einfach so aufgehört. Ach so, und er kann es? Er kann es, ja. Ich war in ärztlicher Behandlung deswegen. Mhm. Konnte es nicht. Hast du, bist du eigentlich in einer Beziehung im Moment? Ja, wir haben eine Beziehung, ja. Wer ist wir? Mein Freund und ich. Ach so, du bist schwul. Ja. Genau. Ja. Und dieser Freund, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist auch dein Freund. Ja. Ach so. Das heißt also, ihr seid ein Paar, ihr seid beide Trinker gewesen. Der eine sagt, ja, ich kann von heute auf morgen aufhören und hat aufgehört. Ja, richtig. Du hast auch aufgehört, aber mit großen Problemen. Ja, genau. Ja. Tut das jetzt eurer Freundschaft, eurer Beziehung gut? Meinst du das, dass jetzt der Alkohol raus ist? Seitdem verstehen wir uns überhaupt nicht mehr. Seitdem versteht ihr euch überhaupt nicht mehr? Nein. Dann stimmt aber was mit der Beziehung wohl nicht, ne? Oder? Ja, das meine ich auch, genau. Oder liegt es daran, dass einfach die Nerven blank liegen im Moment, zumindest bei dir? Es könnte sein, dass es auch so ist, ja. Was hast du gerade gesagt? Wann hast du ihn kennengelernt? Vor einem halben Jahr? Circa ein halbes Jahr. Ja. Wohnt ihr auch zusammen schon? Nicht direkt, nein. Wir hatten jeder noch eine eigene Wohnung. Du kommst aber jetzt nicht auf die absurde Idee, hoffe ich, dass du dir denkst, ich will, dass die Beziehung wieder funktioniert, also saufe ich mir jetzt wieder den Kopf zu. Ja, ich spiele mit dem Gedanken, ganz bestimmt, doch. Mhm. Aber das ist doch absurd, ne? Ja, sicher. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann einfach so spekulieren, vielleicht ist diese ganze Beziehung irgendwie auf schiefen Beinen aufgebaut und der Alkohol hat es einfach immer übertüncht und überschwemmt. Ja, so würde ich es auch sehen. So kann man sehen. Man könnte es aber auch sehen, dass einfach im Moment, du bist ja in einer sehr heiklen Phase, du bist ja erst 2 Wochen trocken, das ist ja noch sehr kurz. Wenn man so lange Alkoholiker war, dass einfach wirklich alles hoch neurotisch und sensibel bei dir ist. Und du entsprechend vielleicht auch dann überreagierst. Was sind denn jetzt die Probleme, die ihr miteinander habt? Ja, das sind die Versprechungen, was er mir alles gemacht hat, im betrunkenen Zustand. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, wir verstehen uns nicht mehr so gut. Mhm. Und er wird die Versprechen nicht einhalten. Bist du auch ein bisschen neidisch auf ihn, dass er das so locker, flockig einfach jetzt schafft? Nein. Das nicht? Nein. Was waren denn das für Versprechungen, die er dir gemacht hat? Dass wir zusammenziehen in eine Wohnung. Jetzt wo, in welche, in meine oder in seine, das wussten wir nicht. Ja. Jetzt will er aber nicht hier weg. Ja. Und meine Wohnung, die ist ziemlich runtergekommen, muss ich sagen. Ja. Weil wir haben hauptsächlich uns bei mir aufgehalten in der nassen Zeit. Mhm. Aber die Wohnung sieht ziemlich schmierig aus und auch das Finanzielle, weil Alkohol ist teuer. Ja. Da wurden die Rechnungen nicht mehr bezahlt und da ist kein Gas mehr, kein Strom mehr drin und ich sag mal, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Ach so. Wobei ich gerade so die Idee hatte, ich dachte, das wäre vielleicht auch ein schöner Neuanfang und ein Schritt für dich in ein neues Leben, wenn du erstmal für dich deine Wohnung in den Griff bekommst. Wenn du die vielleicht peu à peu renovieren würdest und wieder herrichten würdest. Genau. Man muss ja nicht gleich mit dir... Das werde ich auch müssen, sonst bin ich draußen. Ich finde das auch eine sehr richtige Sache. Es muss ja nicht gleich zu dem Freund gezogen werden.
Vielleicht ist das für, ihr kennt euch ja noch gar nicht so lange. Vielleicht ist es sogar viel besser, wenn du erstmal deinen Bereich hast und er seinen Bereich. Und ihr euch jetzt eben im Zustand der Normalität, sprich im trockenen Zustand, mal in Ruhe kennenlernen könnt. Habt ihr ja noch gar nicht. Eigentlich kennt ihr euch erst 2 Wochen. Das ist richtig. Ne? So muss man sehen. Ja. So. Und dann würde ich sowieso nicht da gleich hinziehen. Kümmere dich mal erstmal um deine eigene Behausung da selbst. Ja. Und gibt der Beziehung vielleicht auch eine Chance, auch wenn das alles sehr kompliziert ist im Moment, aufgrund der schwierigen Lage für dich. Bist du denn im Moment in einer begleitenden Betreuung durch einen Arzt, einen Therapeuten oder so? Nein. Gar nicht, du machst das alles alleine? Das mache ich jetzt alleine, ja. Alle Achtung. Und die erste Woche, ich denke mir, wenn man so lange Alkoholiker ist, muss man doch die erste Woche nur im Delirium da liegen oder im Entzug. Nein, ich war doch im Krankenhaus deswegen, da bekam ich Tabletten. Ach so. Das ging. Ach so. Das ging. Also Günther, gib dieser Beziehung mal noch ein bisschen eine Chance und gib dir auch eine Zeit, auch dem Mann. Möchte dir aber trotzdem, vielleicht hängen da doch noch andere Probleme hinter, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gerne. Ja, dann legst du auf und die Claudia ruft dich an. Alles klar, und danke. Halt aus und halt durch. Alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss. Auch für dich. Tschüss. Danke. Der Andreas, 24. Hallo. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Andreas. Jo, wir beide. Um was geht's? Ja, und zwar, ich habe also so einen ganz ausgefallenen Tick hier. Und zwar andere Leute, die setzen sich abends auf die Couch hier und ich pflanze mich ins Auto und fahre ein paar Kilometer rum hier, so ein paar Stunden. Und verpestest die Luft? Ja, so. Ja, ne, kann man so auch sehen. Also ja. du fährst einfach durch die Welt, sinnlos durch die Welt. Ja, das ist halt so ein kleines Hobby von mir. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt hier. Bei mir zu Hause ist mal der Strom abgestellt worden. Da habe ich gesagt, komm, was hockst du jetzt daheim rum? Hier ist sowieso alles dunkel, bin ins Auto rumgefahren und habe gemerkt, das ist richtig entspannend hier. Das ist richtig gut. Du sitzt jetzt gerade auch im Auto? Ich sitze auch im Auto, ja klar. Ich hoffe, angehalten? Ja. Ja. Und wie lange fährst du dann so abends rum? Ja, ich sag mal so zwischen 4, 5, 6, manchmal auch bis 8 Stunden. Das ist schon, wie bitte? 8 yeah. Stunden? Ja. Da bist du ja in, weiß ich wo, in... Nee, also ich fahre da nur, ich habe so eine schöne Strecke hier in Essen meistens, da fahre ich so einen kleinen Parcours, das ist was richtig Gutes. Das ist auch so richtig schön entspannt. Aber dann, das heißt ja, bist du berufstätig? Ja, ich habe, das ist aber tagsüber dann alles. Also dann kann ich auch mal so 1, 2 Stunden abschalten und das geht schon alles. Ja, aber das heißt, du kommst abends nach Hause und verbringst dann unter Umständen deine ganze Freizeit damit, dass du mit dem Auto durchs Ruhrgebiet fährst. Ja, aber wie gesagt, es muss immer im Rahmen liegen, das darf also nicht so anstrengend sein. Wenn ich merke, ich bin müde oder so, dann haue ich mich da auch schon, gehe ich ja schon ein bisschen früher auf. Also nicht, dass ich da irgendwelche Kilometer runterreisen muss oder so. Was für ein Auto hast du? Ich fahre ein Honda. Ein Honda. Ja. Das heißt, du sagst gerade, du hast deine Route da im Ruhrgebiet, wo du quasi so rund fährst. Ja, ja, aber wie gesagt, es gibt Fälle, manchmal fahre ich auch weite Strecken, da sage ich auch mal hier, ich fahre mal nach Paris, dann gehe ich mal irgendwie einen Kaffee trinken da oder so. Das sage ich ganz selten eigentlich irgendwie so. Fahr mal eben abends nach Paris, Kaffee trinken und wieder zurück. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ganz selten. Mensch, das wäre für mich, wenn ich das machen würde, wäre das mega Stress, sage ich dir. Das ist ganz entspannend, das wissen die Leute meistens gar nicht. Wenn man abends im Auto fährt, das ist so entspannend, das ist wie wenn man sich massieren lässt. Wenn du ein richtig schönes Auto hast, eine schöne Kiste mit einem guten Sitz drin, dann ist das Problem. Aber du machst das... Ich hatte habe ich mal so eine A-Klasse gefahren, das ist absolute Quälerei. Ist das. Da macht das schon gar keinen Spaß mehr. Ja, ich bin auch kein Freund der A-Klasse. Überhaupt nicht. Aber du fährst immer alleine. Ja, aber obwohl, es gibt manchmal auch Jungs, die haben das mal probiert und sind mal ein paar Runden mitgefahren. Ja. Und die fanden das, es gab auch mal Abende, da sind wir hier mit 12 Autos rumgekommen. Also ich kenne das auch so von Jungs, Andreas, dass man so, man nennt das so Cruisen, ne? Dass man so abends so eine Stunde, 2 Stunden so durch die Viertel ganz langsam fährt. Ja. So ähnlich ist das bei dir ja auch, nur ein bisschen übertriebener noch. Und, ja, halt nicht so mit dicke Musik und sowas. Ich fahre da wirklich ganz ruhig und schön, langsam und alles immer schön mit 50 und ja, so. Ja, aber zum Cruisen gehört es auch, dass man sehr langsam fährt durch die Viertel. So nach ganz nach amerikanischem Vorbild, dass man dann gar nicht schnell fährt. Hast du das Radio immer an währenddessen? Ja, also dich höre ich zum Beispiel immer. Ja. Und, aber wie gesagt, normalerweise schon Radio, sonst ist es ein bisschen zu langweilig. Kostet aber eine ganze Menge Kohle, ne? Sprich, ja, aber mein Auto verbraucht nicht so viel, also es geht. Ja, denk mal, es gibt Hobbys, die sind mit Sicherheit kostspieliger. Wie viel verbraucht er auf 100? Och, ich glaube, der verbraucht so 8 Liter oder so, das ist nicht viel. Ja, gut, ist auch noch okay, ne? Aber wie gesagt, das sind ja keine weiten Strecken, das ist ja meistens auch Stadt hier. Aber, Alter, wenn du das so oft machst, ist das doch eine recht einsame Sache. Das heißt, Freundschaften gehen doch alle im Bach runter. Gut, also ich sag mal, es ist ja nicht so, dass ich mich dazu zwinge. Wenn ich wirklich mal einen Tag habe und sage, ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt irgendwo hin, dann gehe ich ja irgendwo hin. Ja.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt so ein Tick von mir, das habe ich mir irgendwann mal angeeignet. Ich mache das jetzt schon bestimmt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so. Ja. Aber das ist schon coole Sache. Ich gehe davon aus, dass du keine Freundin hast. Im Moment nicht, nein. Ja, weil die wird das wahrscheinlich nicht mitmachen. Und die sitzt neben dir dann, der würdet ihr gemeinsam rumfahren. Ja. Gibt es da dann auch so Verlockungen für dich? Du hast keine Freundin, du bist ein junger Typ, dass du auch auf diverse Parkplätze mal fährst, wo man weiß ja, was da so passiert. Ja, das kann auch schon mal vorkommen. Das heißt, du kennst dich da wahrscheinlich sehr gut aus in eurem Revier, wo die interessantesten Parkplätze sind. Ja, so Stahlstraßen essen zum Beispiel. Klare Frage, hattest du auch schon, oder hast du ab und zu Sex auf diesen Parkplätzen? Nein, sag ich mal. Ja, also ab und zu mal ja, ne? Ja, aber wirklich ganz selten, weil da gibt es dann wirklich dann doch bessere Sachen. Da hat man dann doch irgendwo noch eine Freundin sitzen, die dann wohl noch etwas anständiger ist und etwas sauberer wahrscheinlich auch. Was sagen denn deine Kumpels oder Freunde dazu, die das so mitkriegen? Die finden es geil. Das ist Sache, es gibt ja welche, die sind schon mitgefahren. Wir waren einmal mit 12 Autos und die sagen, ey, Mann, ja, das ist eine super Sache, ey. So, und jetzt muss ich noch moralisch werden, was ich gerade am Anfang sagte, so den Umweltschutz interessiert dich nicht. Von wegen, was, dass du da alles in Luft pestest. Ah ja, wie gesagt, ich sag, es gibt Hobbys, die sind wahrscheinlich noch schädlicher, aber naja. Ja, also wir wollen es auch nicht zu eng moralisch sehen. Wenn Herr Schumacher da mit seinem Ding über den Nürnberg-Ring brettert, ist das um das Vielfache schlimmer. Ja, mit Sicherheit. Das kann und gut genau sein. So sinnlos, finde ich. Und du hast deinen Spaß dabei. Ja. Andreas, auf dass dir nichts passiert, nachts sind die Straßenverhältnisse ja ein bisschen lockerer. Ja. Machst du das übrigens auch so am Sonntag tagsüber oder nur immer abends? Nee, eigentlich nur abends. Also du brauchst diese Abendatmosphäre auch. Ja, das ist ja die Ruhe gerade. Ja. Abends ist immer schön, dann ist das schön, die Straßen schön beleuchtet, ja, dann kann man schön gemütlich fahren, immer schön 50 und so. Das ist okay. Hast du es denn auch gemacht jetzt im Winter, als die Straßenverhältnisse doch sehr heikel waren, wegen Schnee und Glätte? Ja, ich sag mal, da kann man auch ruhig mal aussetzen. Ist ja kein Muss. Also, Andreas, der Sinnlosfahrer aus Spaß an der Freude, ne? Kann man ja sagen. Ja, genau. Okay. Ja, gute Fahrt weiterhin, Andreas. Ich wünsche was, Dorian. Danke, tschüss. Jo, ciao. Marcel, 25 Jahre, hallo. Hallo. Hallo, Marcel. Hallo, wie geht's? Ja, danke. Und dir? Sehr gut. Na, prima. Wunderbar, ich beobachte, also ich schaue dich schon seit 2-3 Jahren an. Ja. Und habe dich auch bei TV Total auch schon gesehen, also ja, bei Stefan Raab. Ja. Und mein Thema sind Frauen. So. Ja, Frauen. Genau. Finde ich gut. Finde ich ein gutes Thema. Klar. Inwiefern Frauen? Einfach so, oder wie? Nein, das Problem ist wirklich, ich sag ehrlich, ich krieg einfach keine Frau. Ach. Also ich probiere alles. Ich habe also in den Diskotheken probiere ich Frauen anzuschwärmen. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe schon Blind Dates gemacht und das Ganze. Also ich weiß nicht, an was das liegt. Wie lange bist du denn jetzt schon solo? Also ich bin jetzt 25, ja, und hatte noch keine Freundin. Ach. Also ich bin ehrlich, also zu Freunden sage ich zwar, ich hatte da und da, weil wenn ich denen wirklich die Wahrheit sage, dann würden die vielleicht sogar mit mir nicht mal irgendwo hingehen oder so. Deswegen mache ich da immer eine Notlüge da. Also gar keine Freundin, noch keine Beziehung und da hattest du auch noch gar keinen Sex? Gar nicht, nein. Gar nichts? Nein, das, und ich möchte da, viele Leute gehen halt in so Punkt-Punkt-Punkt-Häuser, mhm, und das ist, also das mache ich, will ich gar nicht machen. Das, mhm, habe ich mir auch schon gedacht, dass ich da vielleicht meine Erfahrungen hole. Ja. Aber da habe ich gesagt, nein, mache ich lieber nicht, weil man weiß ja nie. Aber du bist, man weiß ja nie, dass man sich ja was holt, meinst du, oder wie? Wie bitte, ich habe dich gerade angeschaut. Wie meinst du, man weiß ja nie, dass man sich da irgendwas holt? Nicht nur holt, sondern ich würde ehrlich gesagt, das wird gar nicht gehen vom, Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Also wir duzen uns, ne? Sonst genau, ist gar kein Problem. Ja. Und das wird gar nicht funktionieren. Aber, also ich könnte nicht. Aber du hast gerade gesagt, dass du ziemlich aktiv bist. Ja, ich habe mir Bücher gekauft, also Flirttechniken und ich versuche das. Also du ich gehst doch auf die Rolle, du gehst raus? Also ich gehe raus, genau, mit Freunden. Ja. Und also in der Diskothek, da gibt es Single-Partys zum Beispiel. Ja. Also ich versuche in den Single-Partys, da kriegt man so Nummernschilder, ja, und dann schreibe ich sogar manchmal nette Frauen an, ja, aber irgendwie reden die mit mir kurz und dann gehen die wieder. Man kann nicht sagen, der Marcel sitzt da zu Hause in seiner Bude und hofft darauf, dass die Frauen reinschneiden. So ist es nicht. Du bist richtig aktiv, richtig, und genau, machst viele Versuche. Genau, richtig. Wie siehst du aus? Beschreib dich mal. Also ich bin ich bin nicht so groß, also und manche Frauen, viele Frauen gucken ja vielleicht auf Geld oder so, das habe ich, also ich bin 1,70 ungefähr. Ja. 1,70 und ich bin auch nicht dick oder so, also ganz normal. Ja. Wie viel wiegst du? Ich bin ungefähr, also ich wiege 70 Kilo, also richtig so Body Mass Index, also ja, habe ich noch berechnet, ich habe
schon überlegt, an was kann es liegen. Aber also wenn du dich jetzt selbst, man ist ja mit sich selbst manchmal noch kritischer als die anderen. Mhm. Wenn du dich im Spiegel anguckst, würdest du sagen, guter Durchschnitt, Durchschnitt, unterer Durchschnitt oder sogar ziemlich okay? Eigentlich Durchschnitt. Also ich habe wirklich keine Pickel, keine Hakennase. Und auch, ich weiß auch nicht, also ich kann dir auch per Mail mal mein Bild schicken, wenn du willst. Ja, das kannst du machen. Aber ja? ich glaub's ja auch, wenn du das so sagst, Durchschnittstyp. Mhm. Und es gibt genügend Durchschnittstypen, die ganz viele Frauen kriegen, ne? Und, nein. Und du bist nicht auf den Mund gefallen, das merke ich schon, man kann gut mit dir reden. Mhm. Es wundert mich jetzt auch wirklich sehr. Was machst du vom Beruf? Ich bin arbeitslos, ich mache derzeit nichts, weil die Arbeitsmarktlage ist sehr schwer. Ja? Was hast du gelernt vorher? Ich hab mein Abitur gemacht. Ja. Und dann wollte ich studieren. Mhm. Und dann habe ich das abgebrochen, weil das nichts für mich war, also Medizin. Ja. Und das war dann nichts für mich. Da habe ich gedacht, da muss man nur auswendig lernen. Und das war dann, habe ich halt abgebrochen, das Studium. Ja. Und da habe ich mich halt Aushilfsjob in der Art durchgehalten. Also. Und aber jetzt suche ich irgendwie eine Vollzeitstelle. Aber dann müsste man vielleicht nochmal neu einhaken. Du bist erst 25 Jahre alt, du hast Abitur. Mhm. Du hast ein Studium begonnen und das war nicht dein Ding. Wäre es nicht doch vielleicht überlegenswert, eine andere Studienrichtung nochmal auszuprobieren? Genau, also ich werde versuchen, also Betriebswirtschaftslehre liegt mir eher, also Richtung Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft. Ja. Wir haben also eine sehr gute Universität in Stuttgart, also Uni Hohenheim. Ja. Und ist sehr gut anerkannt von den Unternehmen. Und ich finde, die Universitäten sind natürlich auch wunderbare Umschlagplätze für. Ja, klar. Ne, da kann man schön kontakten. Ne? Genau, ich habe also recherchiert, also ich habe wirklich analysiert, wo man. Also ich habe auch Umfragen durchgeführt sogar und habe gefragt, sogar die Freunde, wo sie die Freundin kennengelernt haben. Ach so. Und ich habe analysiert, dass die Freundin gar nicht in den Diskotheken kennenlernen. Ja. Also am meisten lernen sie sich durch Zufall in Arbeitsplatz zum Beispiel. Ja, bei der Arbeit oder wirklich in der Uni oder bei der... Genau. Ja, ich glaube auch in der Diskothek, ich kenne auch kaum jemanden, der in der Diskothek jemanden, einen Partner kennengelernt hat und dass das dann noch lange hält. Vielleicht so One-Night-Stand-mäßig genau. So. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich da einen One-Night-Stand, aber nicht mal das. Nicht mal das. Mann, das Problem ist wirklich... Was machst du mit deiner Sexlust? Was machst du damit? Ja, ich bin ehrlich, also ich sag's ehrlich, also ich mach's mir selber, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Weil, also ich meine, 25 ist zwar schon sehr ungewöhnlich, dass da noch nichts gelaufen ist, aber es ist auch noch nicht so hochdramatisch, muss ich auch sagen. Du wirkst wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, möchte ich dir auch an dieser Stelle sagen. Da musst du einfach jetzt weitermachen. Ich bin ganz sicher, dass da was passieren wird. Ja, weil das nämlich so dieses Problem habe ich schon mit 16, 17 gehabt schon, weil da waren nämlich die ganzen Jugendlichen, die haben gesagt, ich habe das und das mit einem Mädchen gemacht und dann gucke ich halt, da habe ich gedacht, bei mir wird es mit 19 kommen und mit 20 mein erster Kuss, weil ich habe auch nicht mal irgendwie so in der Art geküsst oder so. Mhm. Da habe ich gedacht, mit 22 vielleicht, dann irgendwann vielleicht mal 24, aber jetzt wird es wirklich... Jetzt hörst du Eisenbahn, meinst du? Genau, und ich tue auch im Internet, also ich versuche im Internet, weil da denke ich, der Frauen sehen mich ja nicht anonym. Ja. Da habe ich gedacht, dann chatte ich, da mache ich ein Blind Date, aber irgendwie nach einem Blind Date sagen die zu mir, du bist echt okay, du bist ein Kumpeltyp vielleicht, aber ich bin nur der Kumpeltyp, also ich kann nicht mehr. Also ich würde sagen, dumm gelaufen bisher, einfach nur Pech gehabt, wirklich. Aber du bist sicher, dass du auf Frauen stehst? Ich stehe auf Frauen. Ja, ja, hätte ja auch sein können, ne? Dass man sich da irgendwie so reindenkt in so eine Schiene und dass es deshalb nicht funktioniert. Ja, ich habe auch vielleicht überlegt, Männer, aber hat mich nicht so gereizt. Also. Nee, kümmere dich erstmal um die Mädels und dann kannst du immer noch, wenn du vielleicht dann Bock hast, mal die andere Sache ausprobieren. Genau, da habe ich halt gedacht, da rufe ich mal Domian, er kennt sich bestimmt aus. Von der Pädagogik vielleicht und er weiß alles. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann er mir einen Tipp geben auf dem Weg, wie ich da... Marcel, du machst es, du bist, was soll ich dir noch für einen Tipp geben? Du machst ja alles. Ja, du machst wirklich alles. Der Tipp, den ich dir wirklich geben kann, ich sage, mach so weiter. Mach so weiter und lass dich jetzt nicht entmutigen. Und wenn es noch ein, zwei Jahre dauert, egal, wirklich egal. Mhm. Das wird werden, ich bin ganz sicher. Das gibt's gar nicht. Ein Typ, so wie du wirkst. Du wirkst wirklich toll und freundlich. Und wenn du jetzt nicht wirklich so grottig aussiehst, wird das funktionieren, bin ich sicher. Ja, das Problem ist auch, das ist auch entmutigend. Wenn man immer einen Misserfolg hat, dann geht man immer, dann sagt man, man ist hässlich, man wird nie eine Beziehung haben und das ist schon, also geht schon richtig rein ins Herz auch. Ich bin jetzt doch gespannt, du schickst mir bitte per Mail dein Foto. Ja, ja, das schicke ich auf jeden Fall. Und dann gucken wir weiter und ich möchte auf jeden Fall eine Information haben, wenn Marcel
den ersten Kuss hinter sich hat. Ja, und also küssen möchte ich wenigstens. Also ich habe mein weitestes war links rechts. Also wenn man sich begrüßt mit der Frau, dann küsst man ja links rechts. Ja. Das habe ich geschafft. Also da bin ich stolz drauf. Aber weiter bin ich irgendwie nicht gekommen. Also ich wünsche es dir von Herzen, dass du weiterkommst und bin sehr gespannt auf dein Foto, Marcel. Genau, ich schicke an 1live.domian@wdr.de. Ganz genau, so. Wunderbar, ich bedanke Dankeschön. Mich. Dankeschön. Und super Sendung, muss ich sagen. Also ich gucke das jeden Tag an, also wenn es kommt. Sehr und nett von dir. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch. So, lieber Marcel, Abend. Tschüss. Tschüss. Die Renate begrüße ich herzlich. Und Renate ist 50 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo. Hallo. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, es freut mich auch. Es liegt ja nicht in unserer Macht, wer hier durchkommt. Das ist richtig. Zumindest am Anfang nicht, hinterher schon. Ja, am Anfang versuchen das ja so viele. Renate, um was geht's denn? Ja, ich habe ein großes Problem mit meiner Tochter. Ja? Die ist 22, hat also sehr spät angefangen, sich für das andere Geschlecht zu interessieren. Also die war so ungefähr 17, 18. Ja, so spät ist es ja nicht, wenn wir gerade Marcel gehört haben. Ja. Richtig. Ja, ich habe es gehört. Ja. Aber dafür sehr intensiv. Sehr intensiv. Also mit 17 ging es so richtig los? Ja, so mit 17, 18 würde ich mal sagen. Ja. Da ging das so richtig los. Mhm. Was heißt denn so richtig? Inzwischen ist sie 22 und es ist so, dass sie also jeden abschleppt, der ihr so in die Quere kommt. Mhm. Gleich in die Kiste hüpfen. Mhm. Ja. Wohnt sie bei dir noch in der... Sie wohnt noch bei uns im Haus. Ja. Ja, und hat auch keine Ausbildung, sondern sie arbeitet immer, also das muss ich mal sagen. Mhm. Sie arbeitet immer, versucht sich ihr Geld zu verdienen. Also sie liegt dir nicht auf der Tasche? In gewisser Weise schon. Müssen wir sie schon unterstützen, weil sie eben nicht das verdient, was man halt braucht heute im Leben. Was jobbt sie denn so nebenher? Sie geht normal arbeiten, also sie hat schon alles Mögliche gemacht. Ach so. Ja, also ihr Geld verdient sie sich immer, was sie braucht zum Leben. Aber keine gescheite Ausbildung eben? Keine Ausbildung. Keine Ausbildung. Warum eigentlich nicht? Weil sie keine Lust hatte. Ach so. Also immer Schulstress und so. Sie leidet seit ihrer Kindheit unter Migräne. Wahrscheinlich war das auch so ein Teil, dass sie immer irgendwie zurückgeschreckt ist, Prüfungsängste hatte und was weiß ich. Aber mein Problem ist, dass sie also mit jedem, den sie kennenlernt, gleich ins Bett hüpft. Und das passiert dann auch bei euch im Haus? Unter Umständen? Teilweise. Hatte sie denn auch schon mal eine etwas längere Beziehung? Eine feste? Sie hatte mal eine längere Beziehung und das ist das andere Problem. Sie ist also auch durch diese Beziehung in dieses braune Milieu abgerutscht. Ins braune Milieu? Ja, genau. Aha. Leider. Ja. Leider. Und ich hatte gedacht, das ist vorbei, aber inzwischen habe ich in ihrem Zimmer wieder so gewisse Sachen entdeckt, die halt auf diese Beziehung dahin ziehen. Mhm. Na? Also Schriften oder Emblem? Diese Neonazi-Szene. Also sie hört diese Musik wie eine Bekloppte, sie hat gewisse Dinge in ihrem Zimmer, die da drauf hindeuten. Ja. Also irgendwelche Sachen, die sich aufgehängt hat, Bilder oder... Genau. Und ich habe sie heute erst wieder zur Rede gestellt und habe sie gefragt, was sie eigentlich dabei denkt. Und hat sie zu mir gesagt, sie findet das gut und och, und was andere sagen, interessiert sie nicht. Und also es sind ja zwei Sachen, ne? Sie ist irgendwie in dieser Neonazi-Szene zum einen und zum anderen sagst du, mir gefällt das nicht, dass sie wirklich nur einen Typ nach dem anderen abzieht. So ist das. Mhm. Hast du eine Ahnung, eine Zahl, wie viel sie schon in den letzten Jahren so hatte? Also in den letzten Jahren kann man sagen, eigentlich nicht. Das geht die letzten Monate. Jedes Wochenende jemand anders. Ne? Nur ist sie eine Frau von 22 Jahren. Ne? Sie ist nicht dein kleines Mädchen. Das ist richtig. Ne? Das heißt, letztendlich kannst du da gar nicht viel machen. Du kannst nur sagen, hier in meinem Haus möchte ich keine Nazi-Sachen rumliegen sehen. Das habe ich ja auch erklärt. Das kannst du sagen. Du kannst auch noch sagen, ich will ja im Haus keine fremden Typen haben. Kannst du auch noch sagen. Aber du kannst letztendlich, kannst du ihr natürlich nicht in das Leben reinfunken. Außer du sagst, zieh aus, mehr kannst du nicht machen. Du kannst als Mutter auf sie einreden, du kannst versuchen, irgendwie gut mit ihr zu sprechen, aber du kannst sie dazu nicht zwingen. Das ist richtig, das versuche ich ja auch schon seit Wochen. Nur es fruchtet irgendwo nicht bei ihr. Das ist das große Problem. Heute zum Beispiel hat sie wieder diese fürchterliche Musik da gehört. Das sind diese CDs, die man so heimlich presst und heimlich vertreibt. Mhm. Und da habe ich ihr jetzt wieder gesagt, hast du nicht in der Zeitung gelesen? Jetzt haben sie wieder über 400 Wohnungen durchsucht, sich Computer beschlagnahmt, wo diese Dinger hergestellt werden, die du dir auch irgendwo besorgst, was weiß ich wo. Mhm. Ich habe heute erst eine in meinem Auto wieder gefunden. Die habe ich gleich in die Mülltonne entsorgt. Ja. Ne, die hieß Hauptkampflinie. Ja. Ne? Ja.
Und das ist ja nun schon bist du denn so weit? Sehr aussagekräftig, ne? Ja. Hast du denn oder bist du innerlich schon so weit, dass du ihr androhst hier oder dass ihr du, dein Mann und du, dass ihr der Tochter androht hier, wenn das jetzt nicht aufhört, dann raus aus unserem Haus? Ja, das habe ich ihr angedroht. Wie hat sie darauf reagiert? Sie ist auf der anderen Seite ein liebes nettes Mädchen, ja. Sie macht ja auch, sie wohnt hier mietfrei, sie ist kostenfrei, sie isst bei uns mit. Mhm. Sie ist ein liebes nettes Mädchen und auf der anderen Seite, das ist wie so schizophren, ja. Mhm. Da ist sie lieb und nett und macht alles. Und wenn man ihre Hilfe braucht, tut sie das auch. Mein Mann ist also krank, schwer behindert. Ja. Und da ist sie, muss auch ab und zu mal einspringen. Das macht sie auch alles. Aber auf der anderen Seite, diese ganzen Dinge, die kann ich ihr einfach nicht ausreden. Ne? Ja, und das ist das Schlimme. Das ist wirklich das Dilemma, dass du eigentlich nichts machen kannst, außer reden. Und wenn das Reden nichts nutzt, kannst du irgendwann nur noch handeln, indem du sagst, dann bitte nicht in meinem Haus. Ja. Aber das ist natürlich letztendlich auch unbefriedigend, weil du möchtest ja auch das Mädchen nicht verlieren. Nein, das möchte ich nicht. Ja, du musst das ist ja der Zwiespalt, in dem du steckst. Gibt es denn irgendjemand anderen, weiß ich, einen Verwandten oder aus der Nachbarschaft, jemanden, den sie sehr ernst nimmt, den du auch ansprechen könntest, dass ihr zu zweit sie ein bisschen in die Zangen nehmt? So. Nee, das gibt es eben nicht. Das gibt es eben nicht. Und das ist das Problem. Wir sind also praktisch allein. Mein Mann und ich dargestellt, ich rede mit ihr, ich habe auch heute wieder mit ihr geredet, ja. Mhm. Sie hört sich das auch alles ganz brav an und dann sagte sie zu mir, ich finde das aber gut. Hast du denn den Eindruck, dass sie Angst davor hat, rausgeschmissen zu werden? Bei uns jetzt hier? Ja. Ja, ich habe ihr gesagt, sobald hier jemand auftaucht, von dem ich das Gefühl habe, dass der auch zu dieser Szene gehört, ist Feierabend. Ist mein Eindruck richtig, dass sich diese ihre Zugehörigkeit zur Neonazi-Szene mehr ärgert, als denn, dass sie so viele Männer abschleppt? Also ich glaube, das hängt irgendwie auch im Zusammenhang. Also das Größte, wo ich mich mal drüber geärgert habe, ich kann das ja ruhig in dieser Sendung sagen, dass sie mir mal erzählt hat, dass sie bei so einem Treffen war von diesen Leuten und dass sie den reihenweise eingeblasen hat. Und das habe ich bis heute nicht verkraftet. Das ist schon sehr schlimm, glaube ich. Das habe ich bis heute nicht verkraftet und dass sie mir hinterher noch ganz stolz erzählt hat und die haben mir gesagt, ich bin die Beste. Vielleicht bist du auch, wie hast du denn darauf reagiert? Hast du geschimpft? Warst du geschockt? Ich war erstmal geschockt. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie kann man denn sowas machen? Ich will das jetzt ganz ehrlich sagen, wie ich reagiert habe. Ich sage, wie kannst du denn so 10, 20 ungewaschene Dinger da ablutschen und so. Da sagst du zu mir, na und? Das macht mir doch nichts. Und das vielleicht hilft wirklich, wo ich bei ihr einfach nicht drankomme. Ne? Ja, das ist das Ding. Vielleicht warst du auch in gewissen Dingen, ich weiß es nicht, ich will da jetzt nicht drüber urteilen, aber vielleicht in den Jahren früher auch ein bisschen zu tolerant mit ihr. Ich weiß es nicht, ich will es dir nicht unterstellen. Vielleicht zu nachsichtig. Das mag sein, aber sie hat ja ihre Sexualität, also mit mir da nie drüber geredet, obwohl ich es immer versucht habe, mit ihr drüber zu sprechen. Und es geht ja auch darum, was ist jetzt zu tun, ne? Wir müssen ja nicht in der Vergangenheit graben. Vielleicht gibt das so einen gewissen Schock, einen aufrüttelnden Schock für ihn, für sie. Ich würde es hoffen, wenn du sagst, jetzt ist aber Schluss, jetzt raus aus meinem Haus. So möchte ich das nicht mehr. Ja, ich habe ihr das heute Mittag auch gesagt, ne? Mhm. Ich habe zu ihr gesagt, stell dir mal vor, ich schmeiß dich jetzt raus oder wir schmeißen dich raus, also mein Mann und ich. Dann weißt du erstmal, was das Leben kostet. Ja, vielleicht ist das ganz gut, dass ihr da mal ein bisschen... Was Strom kostet, was Wasser kostet, wie du dich fortbewegen musst und so. Ja. Das sind alles Dinge, die wir bisher ja immer noch unterstützt haben. Und das könnte sie vielleicht aufrütteln, würden wir das könnte man zumindest hoffen. Ich würde... So, nach dem Gespräch und den Eindrücken, die ich gewonnen habe, dazu tendieren, Renate, das zu machen. Wenn es auch hart ist für Eltern. Ich würde dazu tendieren, das zu machen. Würde aber gerne jetzt noch eine andere Einschätzung einholen von meiner Psychologin. Daher bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich nochmal an, dann kriegst du auch noch eine andere Meinung zu hören. Ja. Okay? Okay. So machen wir es. Alles Gute. Dankeschön. Ja, tschüss. Ja, schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Tschüss. Okay, tschüss. Steffi, 22, guten Morgen. Hallo. Hallo Steffi. Ja, ja. Ich reiß mir die Haare raus. Du reißt dir die Haare aus? Ja. Ja, einzeln, in Büscheln? Ja, teilweise. Es kann sein, dass da mal ein paar mehr mitkommen, ne? Also ich pulle halt so im Kopf rum und suche mir dann Haar raus und dann ziehe ich das einfach raus. Sind es nur die Kopfhaare? Ja, ja.
Also nicht hier die Augenbrauen oder? Nee, das ist nicht. Alles nur dran. Seit wann schon? Seit ich 14 bin. So lange schon? Da würde ich jetzt im ersten Mal denken, na, da hat sie da vielleicht schon irgendwelche Stellen am Kopf, wo die Haare so rausgerissen sind, dass sie gar nicht mehr nachwachsen. Also nee, nachgewachsen sind sie bis jetzt immer. Also es gab schon mal Zeiten, wo man halt gesehen hat, dass da halt wenig Haare waren, sage ich mal. Aber ja, nachgewachsen sind sie bis jetzt immer. Die sind halt jetzt nur dünner geworden. Ne? Wie lang sind deine Haare? Jetzt ungefähr bis knapp über die Schulter. Ja. Hast du eine These für dich, woher es kommt? Nee, also nicht wirklich. Also kannst du sagen, in welchen Situationen du es machst? Ja, wenn ich nervös bin, beim Autofahren, wenn ich Langeweile habe, wenn ich an der Ampel stehe. Ja. Jetzt gerade, das ist ja auch eine etwas angespannte Situation, hier anzurufen und hier zu sprechen. Hast du gerade am Telefon auch schon gerissen? Ja, ja, klar. Ja. Was hast du versucht, schon dagegen zu unternehmen? Ich hatte Kurzhaarschnitte und sobald sie wieder lang genug waren, konnte ich sie wieder rausziehen. Ich meine, das wäre so die profane Überlegung, die Haare sich wirklich super kurz zu schneiden, auch als Frau. Ja, habe ich gemacht, klar. Aber das löst nicht das Problem. Nee, sobald sie wieder lang genug waren, habe ich halt wieder angefangen, ne? Machst du das heimlich oder kriegen das auch schon mal? Das kriegen die Leute mit. Also meine Freunde sagen auch schon mal, jetzt hör endlich auf, es nervt und ja, dann höre ich vielleicht 5 Minuten auf und dann fange ich wieder an. Also das mache ich auch unbewusst, da komme ich gar nicht selber hinter. Das ist ja verrückt. Das ist ja, da tust du dir selbst ja weh mit, ne? Nö, ich merke das ja gar nicht, das tut nicht weh. Wenn mir jemand anders Haare rausreißt, dann merke ich das. Und wenn ich das selber mache, merke ich das gar nicht. Ach so, auch wenn du ein Büschel, also mehrere, das tut ja auch nicht weh? Ja, wenn es dann halt so, ja natürlich, wenn es ein paar mehr sind, merkt man das natürlich schon, aber es sind jetzt auch nicht so dicke Büschel, es sind vielleicht dann mal 4 oder 5 auf einmal, aber mehr sind es dann nicht. Was machst du damit mit den Haaren, wenn du die rausgerissen hast? Das kommt drauf an, manchmal schmeiße ich die einfach auf den Boden, manchmal fummel ich da noch ein bisschen mit rum, ja, zupf die so auseinander. Wenn du es so auf den Tag siehst, könnte man sagen, dass kein Tag vergeht, an dem du nicht Haare reißt? Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja, genau. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit Studentin. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass wenn du in der Uni sitzt, ja klar, sicher, dann sitzt du auch und reist. Ja, dann mache ich das, aber versuche ich das immer so zu machen, dass es halt kein anderer mitkriegt. Also dann merke ich es schon. Ne? Weil was studierst du? Ich studiere BWL. Ja. Ich hätte jetzt fast gedacht, sie studiert Psychologie. Nee, das ist mein NC leider zu schlecht. Ja. Seit dem 14. Lebensjahr. Ja, ungefähr. Ohne dass du weißt, da ist nichts vorgefallen in dem Zeitraum. Ich habe nicht mehr oder weniger erlebt als andere Leute auch in ihrem Leben. Also. Es deutet ja auf einen Spannungszustand in dir hin, ne? der sich dadurch irgendwie Luft macht. Ja, die Frage ist natürlich, warum ist dieser Spannungszustand da und warum ist er so stark, dass du zu so einem doch recht ungewöhnlichen oder auch unnatürlichen Mittel greifst und für den Körper auch nicht so zuträgliche Mittel greifst. Ja. Das ist die Frage. Hast du den Eindruck auch, dass es stärker wird? Es gibt Phasen, wo ich es halt häufiger mache oder länger mache und es gibt Phasen, wo ich es halt weniger mache. Also. Stell dir mal vor, du kommst irgendwann richtig in den Examenstress oder so. Dann sitzt du dann bist nur am Haare ausreißen. Ja, ich bin ja immer am Haare ausreißen. Aber dann vielleicht noch viel schlimmer. Ja, kann gut passieren. Also eindeutig ein psychologisches Problem, ganz eindeutig. Deshalb, und da die Sendung jetzt vorbei ist, möchte ich dich bitten aufzulegen und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an. Ja, okay, alles klar. Okay? Okay. Alles Liebe, Steffi. Ja, dir auch, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, heute Nacht Gudrunhausen, morgen ist Freitag, auch dann wieder eine freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Heute ist Freitag, der 26. März. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr, die Themen. EU-Staaten beschließen gemeinsamen Kampf.